Aber hier vorne, der lockere Sand ist wirklich blöd. Der ist tödlich, ja. Okay. Ja, moin Leute, willkommen zurück bei Nerd 7. Der Kai ist am Start, der Marci ist am Start, heute mal nicht hinter der Kamera. Ich bin auch am Start. Wer das jetzt nicht wissen sollte, wer ist, wir haben ja auch geile Namensschilder. Ich bin übrigens im Team Weiß. Ihr seht schon und ihr habt es am Titel gelesen, es geht heute um die drei Neo-Scooter. Die gibt es in drei Varianten, den Sport, den Pro und den Max. Und das Ganze wollen wir heute mal ein bisschen ausführlich anschauen und mit einem Hindernisparcours, Punktesystem und vielleicht einem etwaigen Gewinner ausknobeln. Genau. Irgendwie so in die Richtung. Am Anfang werden wir uns mal mit den Scootern vertraut machen und dann haben wir uns ein paar Challenges überlegt und mal schauen, wer am Ende die Krone auf hat. Oder bin ich natürlich. Abschürfung am Knie. So, dann würde ich sagen, jetzt darf jeder erstmal ein bisschen sausen und sich mit seinem, bei mir den Sport, bei dir den Pro, bei dir den Max vertraut. Und Leistungsstart machen wir danach. Ja. Hier steht on-off, soll ich da mal losdrücken? Was? Ja, du musst den schon anmachen. Fängt aus, steht on-off. Und ich bin ja noch nie so ein Ding gefahren. Jetzt mal ganz blöde. Ich dir nicht. Wie liegt man denn hier überhaupt los? Ich weiß los? Ja nicht, was ihr macht, aber ich fahr los. Ich hab keine Ahnung. Willst du? Zum, zacki hier. Ah, das hätte auch ein bisschen der anders geht. Aussehen können. Das stimmt. Guck dir das mal an. Du hast jetzt, das merkst du, ich hab Vollgas. Irgendwie ist einfach vorbei. Schneller, schneller. Naja, schneller wird er nicht. Ich will nicht. Hier hängt hinten dran. Windschnittig. Schön windschnittig fahren. Immer schön windschnittig. Ich weiß ja, wer verliert. Warte, kommt es auch gut an. Das ist aber gemein. Ich fahr nicht die Feuerwehr. Wer geht nicht? Darf ich ein wenig Schuss schießen? Jawohl. Film Kai heimlich, ja. Ich film Kai, wie er filmt. Das ist ja krass. Ja. Ist das so eine Kamera-Inception denn? Ja, oh Mann, das wird ein ganz verrücktes Ding. Marci auf mein Ass zu filmen. Also, jetzt wollen wir euch die Scooter nochmal vorstellen. Ich habe hier den Niu KQi3 Sport und das ist der günstigste Vertreter. Liegt UVP eigentlich bei 699 Euro. Mittlerweile ist er ein paar Monate schon erhältlich und da ist der Preis schon auf 599 Euro gesunken. Hat eine 300 Watt Motorleistung und wie alle anderen Modelle auch, kann er halt 20 km/h fahren. Wir kommen hier auf eine Reichweite von 40 Kilometern, hat sozusagen den kleinsten Akku, aber 40 Kilometer ist, was die Konkurrenz angeht, immer noch eigentlich ziemlich gut. Und als Besonderheit, bei dem hier gibt es nur eine Scheibenbremse vorne, ansonsten noch die elektrische Bremse, da haben die anderen ein bisschen mehr zu bieten. Und der Rest, denke ich mal, da werden die anderen drauf eingehen, die haben noch ein bisschen mehr zu präsentieren. Du bist dran. Oh nein. Ja, doch. Also ich habe die Pro-Variante, so viel Physik noch und jetzt folgt ein Ass aus dem Ärmel. Du, oh Mensch. Die UVP liegt hier bei 799 Euro, den gibt es aber zurzeit auch für 720 Euro. Der hat eine Reichweite von 50 Kilometer. Ansonsten sind die Werte ziemlich identisch. Die Motorleistung ist bei 350 Watt und ja, der Akku ist bei 486 Wattstunden. Und die Ladezeit vom Akku beträgt so ungefähr 6 Stunden. Genau, bei dem hier 5 Stunden. Und Marci, du hast unterschlagen, du hast eine Hinterradscheibenbremse. Richtig. Genau. Das steht hier nicht drauf, vorne und hinten. Ach doch, habe ich. Richtig. Das ist ja die perfekte Überleitung zu mir, zum Max-Modell, dem Spitzmodell. Das ist tatsächlich mit das teuerste im Bunde, 999 Euro ohne Angebot. Hat aber die höchste Reichweite mit 65 Kilometer. Liegt natürlich mit am Fahrer und am Gewicht und wie schnell man fährt. Der Akku 608 Wattstunden. Das Gewicht liegt hier dann auch mit am höchsten mit 21,1 Kilo. Geschwindigkeit bleibt bei 20 km/h. Das ist so reglementiert, da können wir nichts machen. Ich habe auch zwei Scheibenbremsen, vorne und hinten. Und ansonsten habe ich was vergessen. 450 Watt habe ich übrigens. Ja genau, also ist das schnellste Modell, aber auch das teuerste. Genau, der zieht praktisch am schnellsten auf die 20 km/h, kann aber wahrscheinlich dann auch die Steigung am besten wegbügeln. Ist aber, glaube ich, vom Hersteller nicht angegeben, wie viel Steigung die Scooter so mitmachen. Nee, ach, was wir euch übrigens unterschlagen haben, alle drei haben eine maximale Tragfähigkeit von 120 Kilo. Das heißt also, die können schon ein bisschen was wegtransportieren. Also darf ich jetzt keinen Rucksack mehr aufsetzen? Für uns reicht's. War es die beste an, muss reichen. So. Gut, Kai, jetzt haben wir die technischen Specs vorgestellt. Was kommt denn jetzt als nächstes? Na, jetzt müssen wir irgendwie fahren. Ja. Ich würde sagen, lass die Spiele beginnen. Als erstes ein Beschleunigungstest und zwar im E-Safe-Modus. Das heißt, alle drei Geräte fahren mit maximal 15 km/h. Und danach machen wir einen zweiten Durchlauf mit voller Power. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Wer mag anzählen? Es ist übrigens alles erlaubt, außer man muss in seiner Spur bleiben. Also man darf auch nebenher laufen oder anschieben oder sonst was.
Marci, wie schnell kannst du rennen? 16 km/h. Also, gut. 3, 2, 1, ey! Ja, das ist doch scheiße. Ja, nicht gefahren. Ich glaube, das Ziel ist verfehlt. Das macht irgendwie keinen Sinn. What? Kann ich doch mal. Doch, das zählt. Das zählt jetzt natürlich. So, und jetzt im Sportmodus. Mir schwindelig. Oder jetzt im normalen Modus. Im normalen Modus, genau. So, alle bereit? Nee, warte, ich bin im E-Safe. Einmal drücken. Get ready, set. Nee. Warte. Da war ja gar keine Chance. Jawoll. Ja, na. Das heißt also, dann machen wir doch, pass auf, dann pimpen wir die doch die Hütchen. Und zwar. Können wir ja dann das machen. Das ist deiner. Das ist Marcis. Und das ist meiner hier. Also mein Hütchen ist der mit der Sicherung, ja? Genau, so. Der mit dem Lümmeldings so drauf. Der schleift die ganze Zeit schon bei ihm. So, die erste Fahrprüfung haben wir bestanden mit dem Beschleunigen. Marci testet gerade noch ein bisschen das Bremsen. Genau. Du kommst aber gerade von der falschen Seite. Ach so. Man hat, glaube ich, gesehen, dass im E-Modus mit manueller Beschleunigung das per Fußkraft das Marci gewonnen hat. Im zweiten Fall war ich das, weil ich die höchste Motorleistung habe. Hat man, glaube ich, ganz glasklar gesehen. Finde ich auch gut so. Jetzt ist natürlich ein wichtiger Bestandteil, wie gut können die Teile bremsen. Wir haben dafür jetzt hier quasi eine Beschleunigungsstrecke aufgebaut. An dem Punkt, wo die Kegel sind, beziehungsweise der Riss im Asphalt, also auf der Höhe, wollen wir dann anfangen zu bremsen. Und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen und wo wir stehen bleiben. Und dann werden wir sehen, wer denn da der Gewinner der Herzen ist. Genau, oder und wir der Bremsen. Stellen dann vorne, da wo der Scooter steht, stellen wir vorne am Vorderrad ein Hütchen auf. Genau. Und jeder von uns hat ein eigenes Hütchen. Und wir haben zwei Versuche. Und der kürzeste, dann wird immer das Hütchen umgestellt. Ich bin sehr gespannt. Theoretisch, technischer Vorteil bei mir, zwei Scheibenbremsen. Theoretisch, technischer Vorteil bei mir, ich bin fett. Ja, dann freue ich mich selber an. 3, 2, 1, jetzt, Ronny, los! Und vor allem auf dem natürlich Höchstgeschwindigkeitsmodus. Warte, ich schieb's dich an. Schieb mich mal, genau. 1, 2, mach ihm doch keine Vorteile, dann schieb mich bitte auch an. Wieso? Na, das ist ja, geht ja nicht auf die Endgeschwindigkeit ist entscheidend. Man kann ja vorher schon. Oh, das war aber so. Gut. Bleib da stehen und jetzt noch ein Hütchen. Ja, aber so, dass es nicht im Weg steht. Ungefähr so auf die Höhe. Ja, sehr schön. Ich gehe mal beiseite. Na, dann mal los. Der nächste, bitte. Go, Marci, go, Marci, go, go. Warum bist du so langsam? Ey, du bescheißt doch! Das Ganze, ach, rückwärts, ab nochmal. Was ist denn das mit Abspringen hier oder was? Natürlich. Was ist denn los? Wie bremst du denn? Machst du beim Auto auch? Natürlich. Er springt raus aus der Fahrradtür und hält an. Okay, so. Also bremsen ganz normal. Seid ihr fertig? Wir bremsen ganz normal. Beide Beine müssen draufbleiben. Aber du darfst alles an. Du darfst auch einen Ruck nach hinten machen oder weiß ich was. Du hast doch einen Eco-Modus drin oder was? Naja, gut. Das ist eigentlich. Ja. Guck mal. So, was? So ein Stücke. Ist tatsächlich. Ist halt so. So, mach dich weg. Wir haben ja noch einen zweiten Versuch, ne? Ach so, ja, stimmt. Gut, dann versuche ich jetzt mal mit einer Scheibenbremse was zu reißen. Und los. Oh. Ist aber gut, dass meiner nicht so schnell beschleunigt. Ey, der ist ja nicht mehr auf Tempo. Ey, du bist im E-Modus. Nein. Der Donner geht jetzt 20 km/h. Aber ich bin trotzdem am. So. Ja, damit. Ja. Okay, dann noch ein zweiter Versuch. Aber man sieht schon, eure Bremsen holen ein bisschen was raus. Ja, stimmt. Was passt denn da? Der hüpft ja. Filme ich alles. Der springt immer. Marci wird alt reingeschnitten. Der Karot auf dem E-Scooter. So, zweiter Durchgang. Ich würde sagen, ich mach nochmal, ne? 1, 2, 3, 5, 11. Du kannst jetzt eigentlich auch gar nicht antreten. Lass uns eine Chance. Nein! Ha! Hat doch beschissen, oder? Natürlich! So, ein Zentimeter gut gemacht. Er stellt ja sein eigenes Hütchen hin, Schiebung! Ja, na welches denn sonst? Nee, naja, dann stelle ich mein Hütchen auch selber hin. Na, das ist doch meins! Ach so! Sag mal nicht so! Ey, komm mal!
zeig euch jetzt, wie ihr seht. Du bist doch schon wieder im Eco-Modus. Du bescheißt doch. Was hast du denn da eingestellt? Ich hab einfach, ich lerne, weißt du? Ich entwickle mich weiter. Ja. Das ist doch. Naja, gut. Aber hier, ich würde sagen, das ist, oder? Ja, wir müssen dann leider. Haha! Ja, du bist Kai, bist du da? Ich weiß nicht, ob ich geb alles. Ach, scheiße, warum gebe ich denn eigentlich. Ich glaube, ich habe früher. Nee, ich bin vom Gassi gegangen. Sorry, ich mach nochmal. Ja, dann mach nochmal. Ich bin. Du bist nämlich immer langsamer geworden. Das kann ja nicht sein. Man darf ja nicht vom Gas gehen. Wir wollen ja schon ehrlich hier machen. Wer sagte, dass es bei Ronny nicht so war? Aber ich war gerade nicht so. Gefühlt habe ich alles richtig gemacht. Da kommt der wilde Kai. Komm, du bist auch im Eco-Modus. Ey, du kommst doch ja nicht auf Tempo. Yeah. Oh, das ist aber mega, sogar schlechter als vorher. Respekt. Ach, verdammt. Da geht nicht mehr. Bin zu leicht. Hat man jetzt. Ach so, eine Offroad. Da machen wir hier Offroad durch das Mittelding. Auch noch, genau. Ach so, na, wieso, was machst du hier nochmal? Wenn mir wird, mache ich noch einen dritten Versuch. Ach so, na, dann. Ach, der bescheißt schon wieder. Ja. Komm mal ran hier. Macht ja Sinn, wenn du bei 20 km/h wärst. Ach, guck mal an. Ich habe einfach zu spät gebremst. Das war dein Hütchen, Ronny. Oh, ja, aber komm. Dann tauschen wir das Ronny, um so. Wir hatten übrigens auch gesagt, der Beste zählt. Ne? Also nach hinten schieben ist eigentlich falsch. Ja, gut. Wenn man schlechter geworden ist, bleibt natürlich der Erste stehen. Aber es hat sich ja trotzdem nichts verändert. Was man aber ganz glasklar erkennt ist, eine Scheibenbremse ist nicht so gut wie zwei Scheibenbremsen. Und wenn man nur Trommelbremsen hat, dann landet man ziemlich weit hinten. Wobei die Bremswege da, ja, ganz super. wobei die Bremswege noch halbwegs relativ kurz sind. Also von dem Faktor her passt es. Aber ich würde sagen, Sicherheit geht vor. Zwei Scheibenbremsen gewinnen. Hurra! Und auch die Masse macht's nicht. Ne, wir sind ja alle gleich schwer. Slalom-Parcours. Und da wir ein bisschen einheitliche Bedingungen brauchen und wollen, machen wir drei Durchgänge, aber alle mit Ronnys Modell. Und wir werden euch dazu jetzt noch ein paar Kameras ranbasteln, dass ihr auch ein bisschen was seht. Deswegen fahren wir nämlich alle mit dem dann. Aber die anderen Challenges, jeder mit seinem. Und ich würde sagen, los geht's. So, kommen wir zur nächsten Challenge. Ihr seht schon, wir haben ein bisschen was aufgebaut und umgebaut. Es geht jetzt um den Slalom. Damit wir alle die gleichen Voraussetzungen haben, nehmen wir das Max-Modell, fangen aber im E-Safe-Modus an, das heißt mit 15 km/h und im zweiten Durchlauf dann eben mit den 20, 21 km/h. Und dann werden wir sehen, wer die beste Zeit gestoppt hat. Und ja, auf geht's. So, Startlinie habe ich. Will mal einer den Countdown anzählen? 3, 2, 1, Start. Ja, geht los! Ach, zurück aufs Ladung? Ja. Damit du hoch gar keinen Fullspeed hast. Das sieht aber gemütlich aus. Ja, gemütlich. Das war jetzt der E-Modus oder was? Das war der Sparmodus. Ohne Absteigen. So, Ronny hat jetzt 24,84 Sekunden. Auf die Blitze. 2, 1. Warte, das ist Fehlstart. 3 Punkte Abzug. Gib mir 3. Ach so. 3, 2, 1, los. Hättest du ausmachen müssen. Ja, der rollt los und bleibt da stehen. Marci, es sieht so elegant aus. Ja, irgendwie schon. Jetzt sieht man, wo der Frosch die Locken hat. Aber es ist auch echt schwierig, ne? Also die Wendeschleife auf jeden Fall. Marci! Ist das scheiße? Das ist ja nicht so einfach. Ach. Das sieht einfacher aus, als es ist. Was schreist du denn da gleich so? Achso, ich muss ja so schreien. Bah! Hör auf! Ich möchte einen anderen Schiedsrichter. Kann nicht sein, dass die Frau von Ronny die Zeit stoppt. Schiebung. So, Kai ist der Nächste. 3, 2, 1, los. Fahr! Vor allen Dingen, wann ist denn nur die 15 km/h? Das mit den 20 wird nochmal spannend, oder? Ja, auf jeden Fall. Er fährt andersrum, okay? Das ist jetzt. Los, fahr! Oh, das sieht kürzer aus, das ist jetzt blöd. Wie, nee. Mit Anschieben. 27, 28, okay. Du hast 24 gebraucht? Ja. Irgendwas stimmt da nicht.
Ja, irgendwie nicht, nee. Aber. Okay. Oh, Scheiße. So, jetzt Fullspeed. Okay. Ich hoffe, wir sind gut versichert. Fullspeed, 21 km/h maximal. Du musst da selber Gas geben und bremsen. Ach so. Und außerdem schafft er bei mir eh nur 16. Toll. 3, 2, 1, starten. Sind wir eigentlich versichert? Also, wenn der Tütchen umgefahren ist, muss nochmal gefahren werden. Einen Versuch hättest du dann noch. Alter, das ist schon ein Ticken schneller. Alter, ey, der fährt doch nicht zum ersten Mal. Hör doch auf. Boah, was ist hier los? Der Profi. Der hättest du jetzt so gemacht. So, Ronny hat 20,12. Oh, ja. 4 Sekunden schneller. Jetzt zeig mal, wer du kannst. So, Marci. Warte. Er will erst diskutieren, der Negotiator. Okay. 3, 2, 1, Start. Ja, nee, du musst jetzt nochmal Gas geben. Dann komm, Gas. Warte, wir machen nochmal Stopp. Ich bin zu das ist genau das, was ich auch hatte. Du musst dann einmal Gas loslassen und dann Gas geben. Was ist denn hier los? Du hast zu schnell Gas gegeben, weil da hattest du noch nicht die Geschwindigkeit und dann geht er halt nicht an. Da ist wohl der Timing nicht richtig. Dann musst du anrollen und dann Gas geben. Wisst ihr, ich bin hier der Noob unter den Nerds. Der Noob unter den Nerds. 3, 2, 1, Start. Geht doch. Oh. Sieht so elegant aus. Ziemlich. Boah! Oh, wertvolle Sekunden verschenkt. Ich kann das nicht so gut. Marci. Komm. Sieger der Herzen. Sie. Ah ja. Aber immer noch langsamer als ich. Ja, bei der Kurve muss ich mir mehr trauen. Ja, na klar. Hab's zum großen so. Wendekreis. Wendekreis. 1, Start. Sehr elegant, sehr zügig, sehr schnittig, sehr schneidig. Er hält die Kurven sehr, sehr gut. Um das Kegel fährt er auch. Der Dreh- und Angelpunkt. Oh, jetzt der Wendekreis. Abgesetzt, es gibt einen Strafpunkt. 5 Sekunden plus. Ah, ja nicht. Der Minus. Mindestens 3, das darf man nicht. Das wurde vorher gesagt. Im Off. Den halt nicht verrückt. Ich habe nur angetippt. Ja, aber du bist aber abgesetzt. Nee, das ist doch nicht schlimm. Haben wir gesagt, absetzen man dauert ja. Nee, absetzen ja. Dauert ja. Das ist ja egal. Hä, na, wenn ich. Nee, hab ich ja nicht. Wenn man, ist doch eigentlich Zeitvertrödel. Ist ja auch ein Nachteil. Nee, aber an der Stelle, wenn du da absetzt und weil du den Gleichgewicht verloren hast, ist das im Vorteil. Okay, dann kriegt eine Strafsekunde. Ich will ja nicht klugscheißen, aber das bringt schon einen Vorteil, wenn man an der Stelle den Wendekreis verkürzt. Hat man ja bei mir gesehen. Ich habe 28 Meter gebraucht, Wendekreis. Ja, der Gewinner der Herzen im Slalom-Bereich bin dann mal wieder ich, also Team Weiß, ich. Der Rest ist mir egal. Ja, jedenfalls, jetzt geht es um die Geländegängigkeit. Wir haben hinter uns so einen kleinen Grünstreifen abgesteckt. Gelbe Tor ist die Einfahrt, blaue Tor ist die Ausfahrt, dazwischen so eine kleine Kehrtwende. Und dann hoffe ich mal, dass wir irgendwie ans Ziel ankommen. Genau, wir nehmen die Zeit, also man darf hinten ein bisschen Anlauf nehmen und dann wird praktisch beim gelben Tor wird die Zeit gestartet. Und sobald man da durchgefahren ist und dann hier rauskommt, da wird die Zeit gestoppt. Jeder 2 Versuche. Vielleicht kommen auch manche gar nicht an. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Und wer die schnellste Zeit hat, der gewinnt auch die Runde. Ich möchte nur erwähnen, dass die Zeit die Stoppe von Ronnys Frau. Also nur mal so. Sie wollte ich nur mal erwähnen. So Partei hier gerade diffamieren oder was? Kai, du fängst an? Ich würde sagen, mach ich. Dann Marci oder nicht? Wie ist denn der offizielle Punktestand? Führe ich noch? Nee, das werden wir ja dann auch. Immer noch nicht. Ich würde sagen, hier starten wir, oder? Ja, irgendwie so. Hier, zumindest hier hinten am genau, Asphalt. Genau. Gut, dann erster Durchlauf. Mal schauen, ob ich ankomme. Schneller. Jawoll. Oh, der Hucke ist jetzt schon blöd da vorne am Anfang. Wunderbar. Soll ich dir zeigen mit dir, Ronny? So viel zum Thema. Mal schauen, ob wir ankommen. Genau. Marci, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Gewicht nach hinten verlagern. Ansonsten sackst du da gleich weg. Okay. Spring mal! Ich will ja, dass keiner hier sich verletzt. Okay. Also hier nochmal wichtiger Hinweis, bitte nicht zu Hause nachmachen. Are you ready? Ja. Ey, das hat so ja geklappt. Das stimmt wohl. Scheiße, schieb an. hier ist irgendwann kaputt, glaube ich.
Oh, das sah mal gut aus. Kann ich eine Zeitlupe sehen? Bis zur Mitte sah super aus. Irgendwann ist dein Sprung sah toll aus. Nee. Du hast nur ein bisschen Dreck an der Scheibenbremse. Ja. Gut. Dann versuche ich es auch mal. Wo muss ich nicht langfahren? Wo bist du hängen geblieben? Da waren wir. Überall. Aber hier vorne, der lockere Sand ist wirklich blöd. Der ist tödlich, ja. Okay. Wie ist meine Zeit? Und ich sage nochmal, bitte nicht zu Hause nachmachen. Vorher haben wir die Kameras an. Ich habe doch die beste Zeit, oder? Hauptsache sind die noch an. Kameras sind noch an, natürlich. Das ist alles mitten bei. Musst du eben mal sauer machen. Kann losgehen. Okay, ich versuch's jetzt, mir was von euch abzugucken, aber nicht alles. So. Oh, ich habe da noch Gras in der Uhr. Jawohl! Yeah! So kann man es auch machen. Ach, das ist ja langweilig. Ja, komm! Ja, komm durch! So, Mann! Wo ist die Power? Ey, der Akku ist leer. Das ist unfair. Dein Licht leuchtet. So. Das wollte ich meinen. Letzter Versuch. Gib mir Mühe. Mit oder ohne springen. Ihr dürft jetzt entscheiden. Aber du bist richtig hochgesprungen. Ne? Ja, ganz toll. War dein Fehler. War nicht ganz so toll. Oh, der hat ja richtig Power. Guck dir das Ding an. Der war souverän. Wir haben ihm zu viele Tipps vorgelegt. Kai, hast du Pflaster bei? Nee, leider nicht. Ich würde sagen, wir machen noch einen Reichweitentest. Und ja, wer als Erste zu Hause ist. Verstehe ich jetzt nicht. Dein Akku ist leer. Ich habe meine Powerbank mit aufgeladen. Sophie. The Champions. Conny, dann leg mal los. Die Champions, das Intro kommt da gerade noch. We are the Champions. Also Marci feiert sich schon selber. Wir sind jetzt eigentlich durch erstmal. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer hat denn jetzt gewonnen? Wer hat denn jetzt in den einzelnen Challenges eigentlich die meisten Punkte gemacht oder den jeweiligen Punkt? Und die Sophie wird das einfach mal kurz übernehmen hinter der Kamera und uns jetzt sagen, Challenge Nummer 1, wer war denn da der Gewinner? Beschleunigung. Durch die zwei Durchgänge beim Beschleunigen habt ihr alle die gleiche Punktzahl und könnt alle einen Schritt nach vorne. Oh, das ist doch Schiebung, Fail. Ja, ich war vorne. Aber nicht nach vorne, weil sonst rutschen wir jetzt ständig nach vorne und dann sind wir nicht mehr im Fokus. Na gut, so. Dann bleiben wir stehen. Also haben wir erstmal unentschieden. Erstmal unentschen. Ja, okay. Ja, und Challenge 2? Volle Punktzahl. Also bin ich quasi noch der Führende. Ja, ich habe eben die Zeiten gesehen. Einmal lag Ronny, glaube ich, auf dem ersten, aber einmal auch auf dem dritten Platz. Ja. Und so addiert sich das dann zusammen. Ihr habt alle vier Punkte gehabt. Genau, ja, okay, alle gut. Vier Punkte haben. Okay, das war jetzt nicht so cool. Wie ist die Runde 2 gelaufen? Bremsen, dreimal dürft ihr raten. Das war natürlich der Ronny. Hallo. Und auf dem zweiten Platz? Huhu. Auf dem zweiten Marci. Ach, verdammt. Und auf dem dritten Kai. Juhu. So, beim Slalom hat den ersten Platz auch wieder der Ronny. Verdammt. Der zweite geht an Kai. Jawohl! Und der dritte geht an Marci. Schlusslicht. Sieger der Herzen, oder was denkst du? Und hier ist jetzt kommt Offroad. So, Offroad durch Ronny seinen Fall. Hat da ein bisschen Sekunden schlecht gemacht. Verstehe ich ja gar nicht. Da habt ihr alle wieder die gleiche Punktzahl. Das kann ja gar nicht sein. Also gibt's da eigentlich, warte mal, gibt's da eigentlich auch Haltungsnoten? Ja, also meine Flugnote war top, oder? Die hat keiner toppen können. Ja, also. Vom Fail-Faktor auf jeden Fall. Ja, siehst du. Also okay. Bonuspünktchen. Also hatte praktisch einmal, weiß ich, Marci die schnellste Runde und einmal ich und Ronny. Genau. Oder Ronny. Ach, keine Ahnung. Na, Ronny hat ja die letzte Runde, war die beste, oder? Ja, aber seine erste war Schleife. Ja, ja, weiß ich gar nicht. Ist der überhaupt angekommen? Ach, ja. Verdammt. Irgendwann schon. Verdammt. Ja, und wer ist jetzt der Gesamtsieger? Dann müssen wir jetzt die Gesamtsieger verkünden. Auf dem dritten Platz. Marci. Na bitte, geht doch. Hey. Bitteschön. An dieser Stelle möchte ich mich noch an meine zwei Fans bedanken. Und ich verspreche, ich komme stärker zurück, okay? Beim nächsten Mal. Der zweite Platz geht an Kai. Ja, gib mal her deine Nummer 2. Ja, na, wunderbar. Bitte. Glückwunsch. Ach, zweites Leben. Und der erste Platz meiner Mami. An Ronny. Danke. Ich werde dafür bezahlt, dass ich klatsche. Er ist der Champion. Der Champion! Weder Kosten noch Mühen gescheitert. Echt Gold, kann ich euch sagen. So. Okay, machen wir jetzt noch ein Fazit oder was? Ja.
Ja, Marci, was hat dir denn bei deinem Teil am besten gefallen? Bei meinem Roller hat mir am besten gefallen dein Roller. Stimmt, wir sind ja alle mal auch mit dem gefahren. Das stimmt, ja. Hast du recht. Ja, nee, der hat, also, wenn er denn mal ein Young ist, dann hat er, hält er auch gut die Geschwindigkeit. Der braucht so halt ein bisschen, ne? Der braucht ein bisschen. Ja. Ja, und ja, bremsen tut er eigentlich ganz gut. Ja, würde ich auch sagen. Ist im Rahmen. Und Kai? Bei dir? Ja, ich würde sagen, meiner ist am leichtesten. Es hat mir nicht in jeder Challenge geholfen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist er, da es der günstigste ist, muss ich sagen, Preis-Leistung eindeutig bei mir. Ja, ich habe das Spitzenmodell, hat quasi in allen Belangen eigentlich gewonnen, ob nur Bremstest, Falltest oder Flugtest oder Geländetest oder was weiß ich, was ich da alles gemacht habe. Aber er ist halt auch der teuerste im Bunde. Und er macht Spaß, er bremst, er beschleunigt deutlich schneller als die anderen, aber man muss halt im Prinzip auch den Preis bezahlen. Und da bin ich dann tatsächlich auch bei Kai oder auch bei Marci, dass man da für sich selber persönlich den Mittelweg finden sollte. Was ist einem wichtig, was braucht man? Und letztendlich sind das alles drei sehr gute Modelle, muss man sagen. Die machen genau das, was man davon erwartet, mit mal mehr, mal weniger Geschwindigkeit und mit mal mehr oder weniger Reichweite. Aber letztendlich kommen sie alle ans Ziel. Was mir bei Daimler auch gut gefällt, so wie du dich geledert hast, keine Schramme. Ja, nur ein bisschen Gras hat er unten mitgenommen. Ich habe noch ein bisschen Grünzeug am Finger, ja, aber mehr ist auch nicht gewesen. Also das stimmt, auch die Kameras haben es überlebt. Also ja, war auf jeden Fall eine coole Runde, würde ich sagen. Jetzt sind wir natürlich auch auf euer Feedback gespannt, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Ich würde sagen, wir sind raus aus der Nummer. Genau, Feedback rein in die Kommentare, Links zu den Produkten und zu unseren anderen Kanälen, Instagram, Twitch, Twitter, TikTok und Co. findet ihr unter der Videobeschreibung. Auf mehr drücken und dann findet ihr das schon. Ansonsten, Feedback ist natürlich gern gesehen. Habt ihr Bock auf sowas, wollt ihr mehr sowas sehen, sollen wir uns ein bisschen mehr ins Zeug legen? Also die anderen beiden meine ich jetzt. Mein Stunt war ja perfekt, der geht ja nicht mehr zu toppen. Hose hat's überlebt, Grün ist auch nicht dran, perfekt. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, scheiße, ist aus. Ha ha ha!